Ja, hört auf mit der Symptomkuriererei und macht Ursachentherapie. Sozusagen Ursachen bekämpfen und nicht die Symptome. Durch GWÜ, GWO, GWL. Bitte hier unten rechts an dem rundlichen Ding schneller drehen, Wunschgeschwindigkeit, weil ich ja so langsam rede. Ja, einerseits, wir haben jetzt wieder ein bisschen Hinweis für Hoffnung bekommen, aber sozusagen unsere Hauptsorge ist, dass das Hirn der Menschheit definitiv zu klein ist, um nochmal die Kurve zu kriegen. Dass der Schrecken ohne Ende immer weiterlaufen wird, ist die Menschen immer unglücklicher, einsamer, kaufsüchtiger, immer kränker werden, immer übergewichtiger und so weiter. Der Mainstream hat null Selbstkritikfähigkeit, null Selbsterkenntnis, dass das grottenschlechte System rechts- und linksextremistische Veränderungswünsche forciert. Ja, gestern wurden in Tagesschau und heute die ca. 60.000 Extremisten in Deutschland kritisiert. Aber anstatt dass es zur Selbsterkenntnis kommt, sondern, und dass man sagt, oh, wir haben ein grottenschlechtes System, das 60.000 Menschen in die Radikalität treibt, in den Extremismus treibt. Wir müssen unbedingt unser System verbessern. Das geschieht nicht. Besonders auch, weil die Kritiker oft verschwörungstheoretisch herangehen und den Mainstream beleidigen und selber Straftaten begehen, indem sie sagen, oh, der Mainstream, das sind alles Verbrecher. Das darf man in Deutschland nicht. Das bedeutet nämlich, dass man Leuten, die großenteils nur vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben, also nur irregeleitet sind durch vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten, dass man denen quasi vorwirft, sie seien Verbrecher. Und das empfinden diese als eine absolute Unverschämtheit. Und es ist ja auch, das nennt man juristisch falsche Verdächtigung, also wer anderen zu Unrecht, also oder ohne Beweise Verbrechertum vorwirft, das könnte man auch unter üble Nachrede als Straftat ansehen und so weiter. Und dass der Mainstream natürlich dann zurückhaut und sagt, die alle, die das behaupten, sind alle Verbrecher, da hat er natürlich nicht ganz Unrecht, der Mainstream. Also es ist taktisch einfach viel besser. Gehen wir bei jedem Menschen erstmal davon aus, dass er nur ist von vorteilbringenden Irrtümern, dass er sich nur irrt, und laden wir ihn doch ein zur Selbsterkenntnis, zur freien Argumentekultur, der wechselseitigen Falsifizierungsversuche. Bitte versuchen Sie, unsere GWO zu hinterfragen auf vorteilbringende Irrtümer, die da drin stecken könnten, irgendwelcher Sparten. Aber bitte bitten Sie auch uns dazu, dass wir Ihnen sagen, was für vorteilbringende Irrtümer welcher Sparten in Ihrem Konzept drinstecken könnten. Ne? Ja, der Mainstream sieht nämlich im Moment leider nur eine Lösung, das schlechte System zu belassen und die Be Menschen besser zu erziehen, wie auch immer das gelingen soll. Also, weil, wenn man nämlich den Mainstream verschwörungstheoretisch kritisiert, dann kann er gar nicht erkennen, dass er sich irrt. Wir sollten den Mainstream nur noch ansprechen. Lieber Mainstream, könnte es sein, dass Sie vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten übernommen haben, die Sie in die Irre führen? Das ist doch eine ganz andere, viel freundlichere Frage als die Behauptung, Ihr Verbrecher. Ja, also, ja, dann eine andere Überlegung. Nimm dem urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus den Sex weg. Dann meldet sich der gesunde Egoismus und sagt,
Ich verkaufe nur noch, ich schenke nicht mehr. Und gerade deswegen wurden die Kommunen zerstört, die Schenkerkommunen, Bonobo-Schenkerkommunen zerstört, als die ersten Händler anfingen, uns allen einzureden, dass Sexualität schlecht sei, böse und gefährlich. Also die ersten vorteilbringenden Irrtümer dieser Art auftauchten. Dadurch fehlte den Männern der Sex und sie fingen an, anstatt sozusagen gegen alles, was sie an Nahrung gefunden haben, gegen Liebe zu verschenken, gegen Liebe und Anerkennung zu verschenken, haben sie es angefangen nur noch zu verkaufen und wurden dann natürlich zu Milliardärskönigen und entsprechend auch einflussreich und mächtig. Also das muss man uns klar sein, dass die Evolution genauso verlaufen ist. Ja, für Vollerleuchtete ist in diesem bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus kein Platz. Dort ist nur Platz für Leute mit Angst vor Sex und sexueller Unterdrückung innerpsychisch. Das Merkwürdige ist, dass alle, die über Gesellschaftsveränderung reden, aber praktisch nie über die Befreiung der Sexualität sprechen. Und das bedeutet, dass der Kapitalismus hundertprozentig gewonnen hat. Denn Konzepte, die das nicht auch bedenken, nämlich die Erzeugung des Unglücklichwerdens, ja, das ist ja der größte blinde Fleck überhaupt, der allergrößte blinde Fleck überhaupt des Ganzen, der gesamten Menschheit, dass sie nicht erkennen, dass dieses System ein Glücksräuber ist. Denn um den einsamen, kaufsüchtigen, unglücklichen Single zu erzeugen, braucht es Unglückserzeugung. Und genau das ist es, was mimetisch gelungen ist durch irrationale Kognitionen, vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Meme, Killerviren des Geistes, wurden wir alle durchmanipuliert und uns wurden alle möglichen Glücksquellen weggeredet. Wir wurden aufgehetzt zur Rechthaberei, zur Streitsucht, zur Unduldsamkeit, zur Intoleranz gegenüber Andersdenkenden und. Und all diese Hetze führt zum Unglück und macht aus uns tendenziell den einsamen, kaufsüchtigen Single. Ja, und am Ende gewinnt der Kapitalismus. Also wir fürchten, dass die Menschheit das einfach nicht packt, weil sie das ganze System gar nicht durchschauen kann und auch gar nicht hinterfragen kann. Ja, ja, und dann hoffentlich gibt es bald eine Talkshow zum Thema Dreigliederung. Mit Gradido hatten wir ja schon eine Talkshow, mit Economy for Mankind schon 15 Talkshows. Wir arbeiten ja mit bei der GWL. Mit der GWÖ hatten wir auch schon eine Talkshow, müssten aber noch mehr kommen. Und ja, und am Ende, wie gesagt, 56% wird die Basis nur dann als Potenzial bekommen können von uns, wenn sie große Teile der GWO auch übernimmt, ja. Und ja, die Trennung, also bei die Dreigliederung schlägt ja letztendlich eine Trennung vor, eine Trennung von Wissenschaft und Medizin auf der einen Seite und Wirtschaft auf der anderen Seite. Aber reicht das aus? Ändert sich was dabei an dem größten blinden Fleck der Menschheit, nämlich an der Unglückserzeugung des Systems? Ich weiß nicht, wie sich das da grundsätzlich ändern soll. Die Trennung von Wissenschaft, Medizin und Wirtschaft löst einen Teil der Fehlentwicklung, aber es bleiben noch genug Einflussmöglichkeiten übrig. Erst die Straffung durch die Wohlfühlstimme oder Ähnliches
löst den Rest auf, also Wohlfühlstimme, Gesundheits-, Langlebigkeitsdaten und so weiter. Damit straffen wir das System und geben den Menschen eindeutige Richtung vor, was sie zu tun haben, um unser Leben besser zu machen. Ja, ja. Und dann schauen wir mal. Schauen wir doch mal. Aha, jetzt schaltet sich hier was ab. Jetzt gucken wir uns doch mal das an, was hier nötig ist noch. Wir arbeiten, diese Aufnahme ist mit unserem Ersatzrechner gemacht, weil unser Hauptrechner jetzt langsam ganz kaputt geht. So, dann schauen wir doch mal durch hier. Also, hier hatte ich Ihnen schon tausendmal gezeigt, wie die Evolution verläuft, dass also unglücksförderliche Geschichten, also unglücksförderliche, vorteilbringende Irrtümer, größere Profite bringen. Hier sieht man, neben der Wohlfühlstimme könnte man auch noch Gesundheitsaufwandserwartungskurven einsetzen, verglichen mit dem tatsächlichen Gesundheitsaufwand und all die anderen Mechanismen, die Sie ja in Ruhe lesen können. Dann hier, der größte Irrtum der Menschheit ist die Illusion davon, dass alle Neugeborenen Genies seien, unterschiedslos. In Wirklichkeit wissen wir, dass die Evolution ein Ungleichheitserzeuger ist, ein Ungleichheitserzeuger und deswegen große und kleine Gehirne erzeugt. Und wer das in seiner Politik nicht berücksichtigt, der wird das ganze Land weiterhin ruinieren. So, hier könnte man die Spaten festmachen, die aber auch mit vielen anderen Bildern sozusagen und vieles andere hier deutlich machen. Das benutzen wir auch als Weltkarte. Die Milliardärskönige müssen wir endlich überzeugen. Manche gehen irrigerweise davon aus, dass diese Leute unerreichbar wären. Nein, wir müssten, wenn die ganze alternativen Bewegungen, die Milliardärskönige kompetent ansprechen würde, wenn das zum Beispiel Greta Thunberg richtig gemacht hätte, zusammen mit uns, dann können die durchaus die Lösung für die Menschheit verstehen. Bis jetzt macht die gesamte alternative Bewegung eben alles verkehrt und spricht sie nicht an in Richtung GWÖ, GWO, GWL. Ja? Und ja, deswegen auch Greta hat diese Fehler gemacht. Ja. So, und dann haben wir, ja, wie gesagt, wenn man nicht Politik macht auf der Basis der Analyse der letzten 13,8 Milliarden Jahre dieses Universums, dann wird das scheitern. Und ganz genau muss man kennen die Evolution der letzten 13,8 Millionen Jahre, muss man ganz genau kennen, damit man auch die Gehirndegeneration versteht und warum wir alle im Durchschnitt immer dümmer werden und immer weniger leistungsfähig und wirtschaftlich auch immer weniger leistungsfähig werden. Ja, Links- und Rechtsextremisten und ihre sehr kleinen Gehirne sind hier nochmal abgebildet. Dann evolutionsbiologisches Einmaleins, das Ungeborene als Aussackung von Vater und Mutter in die Zukunft hinein. Hier das Stillen ist quasi der Ersatz für die Nabelschnur, ein egoistischer Akt, nämlich das sich selbst zu ernähren in der Zukunft. Und hier sind die antirassistischen Argumente. Wir brauchen die Gene von solchen hübschen schwarzafrikanischen Gesundheitswissenschaftlerinnen in unserem Genpool. Wir brauchen allerdings keine Parallelgesellschaften in Deutschland. Wir brauchen diese Gene in unserem Genpool als Auffrischung. Dann haben wir hier, können wir alle Sparten anordnen, also überall die Sparten anordnen. Und hier, das ist das, was der Mainstream halt überhaupt nicht versteht. Und das ist nicht nur den kooperativen Anteil mit seinen Wahrheiten gibt, sondern auch den gewaltigen und viel größeren antikooperativen Anteil gibt,
der aus vorteilbringenden Irrtümern besteht. Und die Verschwörungstheoretiker machen den Fehler, dass die manchmal vorkommenden kriminellen Lügen die Mehrheit sein. Das dürfte aber ein gewaltiger Irrtum sein und so darf man auch die Menschen nicht ansprechen. Man darf den Mainstream höchstens ansprechen. Könnte es nicht sein, dass in ihrem Denken vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten beteiligt sein könnten? Dann haben wir hier zum Nachlesen die Machtbegrenzungskette, die 6 Kettenglieder der Basisdemokratie. Wenn man die Wohlfühlstimme nicht will, hat man noch die anderen Alternativen oder man kann alles einführen, damit auch wirklich alles doppelt und dreifach sicher ist und gesichert ist. Schluck Wasser. So, dann hier der Fahrplan zum Gesellschaftsvertrag, also dass man repräsentative Wählerstichproben von renommierten Wahlforschungsinstituten verwenden sollte. Hier hat man Volksentscheid, Wahlprogramm ist das, was wir ja der Basis dringend empfehlen. Können Sie alles in Ruhe durchlesen und anschauen, glaube ich. Es müsste lesbar sein, vermute ich mal. Hier Reform, Presse, Radio, Fernsehen, ökologische Landwirtschaft, Volksentscheid, Wahlprogramm. Sie als Wählerin, Ihnen sollte man die Wahl geben nach der Wahl der Partei, die Basis, dann wird sie Ihnen das als ersten Volksentscheid vorlegen, sodass Sie dann wählen können, wie die Struktur Deutschlands in Zukunft aussehen soll. Ja, so, ich klicke mal weiter, Umweltschutz, Natriarchat. So, und jetzt dann der Volksentscheid Verfassung, beginnt mit der Präambel. Unser ist der zweite Vorschlag von links und hier ist es dann immer ab Artikel 1 ist es immer der erste Vorschlag von links, ist der GWO-Vorschlag. Aber auch das sollte man alles die Wählerinnen konsensieren lassen oder wählen lassen und nicht irgendwelche parteiischen Grüppchen sozusagen konsensieren lassen. Nur das ist echte Basisdemokratie. Können Sie alles in Ruhe lesen, können die das Video jederzeit anhalten und alles nachlesen. Artikel 5, Forschung und Lehre. Ach so, da sind wir am Ende. Und dann kann ich wieder zurück zum Ausgangsbild und nochmal appellieren hier. Ja. Das war's für diese wissenschaftliche Tagesschau heute zum ersten Mal auf unserem Ersatzrechner aufgenommen. Mal gucken, ob's funktioniert.